Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Diesmal die Android TV-Box. Ich habe ja schon davor ein Video gemacht, was eigentlich dieses Video werden sollte, aber ich habe ein bisschen zu weit ausgeführt, deswegen werde ich das als einzelnes Video machen. Und hier geht es jetzt nur um die Android TV-Box. Ich lese euch erstmal noch die Daten ein bisschen dazu durch. Das ist ein S905X Quad-Core Prozessor, 64-Bit CPU steht hier drauf. Android Marshmallow 6.0, 4K Ultra HD, 1 GB RAM. ROM, also auf dem System sind 8 GB Speicherplatz. Wir haben Video Output HDMI 2.0a. Wir haben HDCP 2.2, 4K, 2K, 60 Hertz. Maximal Resolution Output, Audio Output wäre HDMI 2.0a, 3,5 mm Stereo, Jack, dann haben wir optischen SPDF und dann haben wir noch Wi-Fi, haben wir noch natürlich logischerweise, ich habe es per Kabel dran, nicht per Wi-Fi. Wir haben SD, MMC, Card Reader, SD 3.0, MMC, V4.41, Support HDMI, CEC, USB 2.0 Ports haben wir 2, IR Receiver, das ist die Fernbedienung gemeint, dass wir da IR haben halt, ist inklusive, ein HDMI-Kabel ist inklusive und ein Klinkenstecker mit 2, zeige ich euch am besten mal, mit 3 Cinch-Anschlüssen. Den HDMI habe ich jetzt im Einsatz und hier haben wir dann diese 3 und auf der anderen Seite ist ein Klinkenstecker. Leider ist kein optischer Kabel mit bei. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch ein optischer Kabel mit bei ist. Ja. So. Können wir das auch wieder schließen. Ich habe das jetzt soweit getestet. Bin auch soweit zufrieden. Ich werde euch die gleich zeigen. Netflix, sage ich euch, ist hier jetzt nicht so optimal. Das ist ein großes Manko in meinen Augen. So, ich werde euch mal rüberrichten. So, und als erstes erstmal hier oben die Infotaste. Wir sind auf 2160 mit 60 Hertz. So. Wir gehen erstmal zu den Einstellungen, würde ich sagen, dann kann ich euch da so ein bisschen zeigen. So, wir haben hier Netzwerk natürlich als erstes. Wie gesagt, WLAN bin ich nicht verbunden, ich bin über ein Kabel verbunden. So, Display. Hier haben wir dann die Auswahl, welche Display wir haben wollen. Hier sind wirklich ganz viele Möglichkeiten. 1080p ist hier oben, 50 Hertz und 60 Hertz. Auch bei 720p, 50 und 60 Hertz. Ja, hier unten haben wir auch noch 480p. Also braucht eigentlich keiner. 1080p, 24 Hertz. Und hier oben 1080p, 50 Hertz und 60 Hertz. Dann haben wir 4K, 2K in 24, 25 Hertz, 30 Hertz, 50 Hertz und 60 Hertz. Ich habe 60 Hertz aktiviert. Also UHD. So. Dann haben wir hier die Screen-Position, da können wir ranzoomen, wegzoomen. Ist jetzt auf 100%, muss ich mal ein Stück tiefer machen, das ist zu hoch. Brauche ich auf 95, 94, so. Dann können wir hier die Rotation machen, wir können Navigationsbar hier unten einfügen, brauche ich nicht. Also ist für mich nicht wirklich. Dream, das ist jetzt der Bildschirmschoner, den habe ich so eingestellt, dass er so ist, praktisch eine große Uhr mit kleinem Datum. Dann haben wir HDR. HDR können wir auch aktivieren, ist bei mir auch an. So, dann haben wir hier Uhrzeit, Sprache, Tastatur, HDMI, CEC. Also eigentlich eine mögliche Einstellung. Auch hier erweiterte, also Entwickleroption habe ich auch freigeschalten. More, da kommen wir denn hierher. Wie hat jetzt von
anderen Android-Geräten natürlich auch kennt. Da haben wir dann hier unten Infos über das Gerät. Wir können hier Bundle Number ein paar Mal drücken. Da sagt er mir natürlich, okay, du bist bereits Entwickler. Wenn ihr es noch nicht freischalten habt, so schaltet er die Entwickleroption frei. Android 6.0.1 können wir auch hier ein paar Mal raufdrücken mit der OK-Taste. Das Hintergrundbild, was ihr jetzt gerade seht, das kann man ändern. So, OK gedrückt halten, kommt man auch in dieses versteckte Spiel, wo ich absolut grottenschlecht bin. Ich bin noch nie durch die ersten Marshmallows durchgekommen. Ja. Ab auf dem Handy oder hier, also. So. Ach, Update haben wir da auch. Habe ich vergessen. Update. So. Und da können wir dann natürlich sagen, Update. Ist natürlich kein Update verfügbar. Ich prüfe da regelmäßig nach Updates. Das ist natürlich noch nicht in Deutsch, aber so größtenteils das System ist alles in Deutsch. Ja, so, das sind nur die Basisinformationen. Wir haben dann hier unten noch kürzlich installierte Apps und dann haben wir hier die Apps, die ich mir als Schnellfunktion raufgemacht habe. Kodi, Netflix, Google Video und YouTube und dann haben wir hier so ein Pluszeichen. Da können wir dann natürlich auch raufklicken und können natürlich noch eine App da hinzufügen. Ich habe hier auch Firestarter drauf. Alleine nur um Kodi zu aktualisieren. So, und da haben wir hier Firestarter. Könnte ich jetzt so, will ich aber jetzt hier nicht haben, will ich wieder raus haben. Zack. Also installierte Apps will ich raus haben. So, bumm. Und dann haben wir halt jetzt nur hier die vier, die ich wirklich regelmäßig nutze. In den Kategorien läuft es so ab, dass man da sich die Apps selber hinpacken muss, welche da rein sollen. Ich gehe jetzt mal auf Online-Video. Ich habe jetzt hier Online-Video, habe ich diese Apps drin, natürlich auch den Google Play Store. Dann können wir jetzt natürlich auch hier, wenn wir wollen, deaktivieren. Den habe ich nur mal als Übersicht drin. So. Und schon ist er weg und dann sind hier wirklich nur Video-Apps drin. Movie Player, Media Center, Kodi, Netflix, SPMC, Play und Filme, YouTube. Ja, und dann kann man halt sich die Sachen dazu hinzufügen. Ihr seht schon hier leichte, also hier sind wirklich leichte Kanten zu sehen. Nicht nur leicht, hier auch. Also ist nicht ganz so rund die Optik. So, und Recommend haben wir dann auch noch. Dann haben wir auch noch Musik. Da habe ich jetzt natürlich Kodi und YouTube drin, weil da gucke ich auch Musik oder höre Musik. Dann haben wir natürlich auch noch My Apps. Da sind alle Apps drin, die man runtergeladen hat. File-Browser, alles, die vorinstallierten, auch Super-User ist, also man hat schon Root-Rechte irgendwie, aber wenn wir darauf gehen, sagt er halt immer noch an, ein weißes Bild. Warum, weshalb, keine Ahnung. So, lokal, da haben wir dann hier noch File-Browser, Galerie, Movie, ja, Galerie, können wir uns dann Bilder angucken, es sind keine Bilder oder Videos vorhanden, ich habe keine Festplatte oder ich habe auch keine Bilder oder Videos auf dem Gerät gespeichert. So. Dann, Kodi läuft gut, Netflix läuft weniger gut, Google Videos läuft gut, YouTube läuft auch gut. Zu Kodi muss ich euch sagen, Kodi ist hier vorinstalliert. Ihr habt Kodi drauf. Ich an eurer Stelle würde euch aber empfehlen, zusätzlich noch hier den Firestarter drauf zu machen, zu installieren. Alleine nur, so, hier seht ihr dann auch nochmal so eine Benutzeroberfläche. So, alleine nur, um Updates zu fahren. Ihr könnt jetzt hier natürlich sagen, Firestarter ist die aktuelle Version. Wir können auf Update überprüfen. Da überprüft er, ist die aktuelle Version. Kodi 6.1 ist auch die aktuelle Version. Ich habe ja Auto-Updates aktiviert. Auch hier habe ich die aktuelle Version. Aber falls ihr da mal nicht die aktuelle habt, könnt ihr so immer bei Kodi oder SPMC auf dem Laufenden bleiben. Ohne das runterladen zu müssen, auf Stick ziehen und dann installieren oder so. Einfach mit Firestarter könnt ihr das aktualisieren.
warum hier Amazon Fire TV drin ist. Achso, das ist, weil Fire Starter für Amazon Fire TV gemacht ist. Das ist automatisch da, aber da komme ich jetzt nicht rauf, weil ist ja kein Fire TV. So. Können wir uns jetzt auch hier noch aktualisieren. Wir können uns jetzt hier so hinpacken, wie wir ihn haben wollen. Für die Apps, die wir halt häufig nutzen. So. Und was war noch? SPMC brauchen wir noch. Ja. SPMC aber nach hinten packen. Das brauche ich nicht so oft. Auch hier Fire TV Einstellungen. Da kommen wir natürlich zu den Einstellungen von der Android Box. Aber dieses Fire TV Home gibt es hier nicht. Deswegen zeigt er uns dann auch unten an, dass es das nicht gibt. Also nee, zum Verschieben wollen wir nicht verschieben. Also wir kommen nicht rein, weil es gibt natürlich kein Fire TV hier. So. Aber nur zum Aktualisieren würde ich euch diese App halt wärmstens empfehlen. Da seid ihr mit Kodi immer auf dem Laufenden. Dann können wir dann wieder rausmachen. Kodi hat bei mir von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert. Aber was ich euch sagen muss, es ist total zugemüllt mit irgendwelchen Apps. Ja, sieht man ja hier. Also das, bei Videos habe ich mir jetzt schon aktualisiert, da habe ich mich hab ich schon für mich angepasst mit Xtreme, Burning Series, Filmpalast, Fernsehkritik TV und Bob Ross, weil den gucke ich mit meiner Frau gerne. Echt, klingt doof, aber wir gucken den echt gerne. Und das ist sehr schön anzusehen. Kodi ist am Anfang, wie gesagt, echt zugemüllt. Add-ons. Hier habe ich jetzt schon etliche Add-ons gelöscht und es sind immer noch so viele da. Bei Musik habe ich etliche gelöscht und Programme und hoppala, Programme. So. Read-Add-ons. So. Ja, ich habe auch schon etliche gelöscht und trotzdem sind immer noch welche drauf. Das mache ich immer nach und nach. Da empfehle ich euch, wenn ihr euch das nicht antun wollt, Kodi da komplett neu alles einzeln zu löschen, klatscht Kodi einfach runter, macht Firestarter rauf, deinstalliert Kodi und ladet Kodi euch über Firestarter separat nochmal runter. Was hier natürlich schon drauf ist, Datenmanager, hier ist schon die Dateiquelle Super Repro installiert für die Erweiterungen innerhalb von Kodi für Burning Series und Xtreme so zum Beispiel. Die ist jetzt schon da hinzugefügt. Oh. Fusion haben wir auch. So, und das finden wir dann natürlich, wenn wir jetzt hier auf Add-ons gehen, aus Raspberry installieren und da haben wir dann. Hoppa, wo ist es denn? Hier haben wir Super Repro, da Super Repro Jarvis V7 und dann nochmal Super Repro. Hier, das sind alle die Super Repro Sachen, die ich auch hier German Language, was ich aktualisiert habe. Aber wir haben halt natürlich auch vorgefertigte Sachen. Ja, zum Beispiel, da können wir dann Video Add-ons. Da haben wir Movie 4K zum Beispiel drin. Das können wir dann zum Beispiel auch sagen, wir wollen das deinstallieren. Wir können aktualisieren, suchen oder deinstallieren. So. Muck, Repro, da haben wir, was haben wir da drin. Da haben wir hier auch halt etliche Cloud-Dienste, aber die halt nicht in Deutsch sind. Wenn ihr das natürlich alle behalten wollt und da mal durchgucken wollt, dann bleibt euch natürlich nichts anderes übrig, als von Hand die einzelnen Apps zu deinstallieren. Habe ich bei mir auch gemacht, weil ich habe hier noch, ich will hier eine noch durchforsten, was da noch so schön mit bei ist. Vielleicht gibt es ja auch noch Apps, die ich noch nicht habe, die ich gerne haben möchte. Aber Super Repro, da will ich euch später auch nochmal ein Video machen, wie ihr Super Repro bei
wenn ihr eine andere Android-Box habt, wo Kodi jetzt ohne Super Repro installiert ist oder Amazon oder am PC geht es genauso, dass ihr dann halt hier Xtreme, Burning Series, Filmpalast und sowas habt, wie ihr euch das nachträglich installieren könnt innerhalb von Kodi. Da werde ich auch nochmal ein Video machen. Ist ja nicht mal so schlecht, weil zum Beispiel Xtreme hat man dann hier so ein paar Sachen jetzt, was man gucken kann, gute Filme. HD-Film geht momentan nicht, weil die haben irgend so ein Zwischending dazwischen geschalten, so ein Cloud-Dienst, der überprüft, ob man PC ist. Deswegen geht HD-Film jetzt momentan nicht. Kann ich euch auch mal zeigen. Gehen wir jetzt auf Filme. Wir gehen auf Neu hinzugefügt. So, und dann kriegen wir dann natürlich einen Fehler angezeigt. Das funktioniert momentan leider nicht. Aber ich habe hier noch nicht aktualisiert, sehe ich gerade. Xtreme Settings. Wir können jetzt natürlich auf Set Plugin. Hier können wir uns alles aktivieren, was wir uns aktivieren möchten. Anime Load, Burning Series und hast nicht gesehen. Da sind jetzt drei neue Sachen dazugekommen. Hier ist Cineplex ist dazugekommen und Filmstreams ist dazugekommen und wo ist der dritte? Da, hier ist er. Streamtausch ist auch dazugekommen. Das habe ich schon auf meinen Fire TVs habe ich das schon aktualisiert. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Und dann haben wir hier natürlich, so, Kinox ist jetzt hier hinten verlagert, ist jetzt da. Da haben wir jetzt hier Filmstreams haben wir noch dazu gekommen und Cineplex ist dazu gekommen und hier unten irgendwo da, Streamtausch. Streamtausch ist auch dazu gekommen. So, jetzt gehen wir hier mal raus. So, gehen wir mal auf Netflix. Das war für mich, ehrlich gesagt, Netflix ist hier, auf dem ihr redet, ist Netflix für mich eine Enttäuschung. Weil über Fire TV habe ich euch im vorigen Video gezeigt, wie leicht man da Serien suchen kann, UHD. Hier bin ich jetzt gleich bei meinem Profil zum Beispiel drin. Leider wird mir das angezeigt, dass es 4K ist, aber es ist kein 4K. Auch das Hin- und Her-Switchen ist hier etwas schwieriger. Ich kann jetzt hier zwar raufklicken, ich komme aber hier nicht drüben zu den einzelnen Folgen. Das ist echt belastend. So. Da muss ich jetzt erstmal Maustaste, okay. Maustaste, okay. Waren Sie wütend? So. Jetzt nehmen wir einfach mal die erste Folge. Na komm. So. Ihr seht schon, wie verpixelt das aussieht. Mit der Maustaste kann ich jetzt hier oben leider nicht einstellen. Und ihr seht, die sieht wirklich sehr verpixelt aus, die Grafik. Um die besten Verträge zu kriegen, ohne wirklich spielen. So, hoppala, jetzt bin ich rausgegangen. Also das ist echt hier bei Netflix über die Android-Box etwas friemelig. Auch, dass man immer hier diese Hin und Her wechseln muss zwischen Maus und Fernbedienung. Um die besten Verträge zu kriegen, ohne wirklich spielen zu müssen.
Ja, hat Pat Riley nicht diese Instagram-Typen angehalten für Miami, als er dein Manager wurde? Ach so, muss ich erstmal wieder die Maus wegmachen. Die Schnauze voll. So, die Grafik wird jetzt nach und nach schon ein bisschen besser, wenn er so ein bisschen arbeitet. Ich spule mal ein bisschen. Ruf Patty doch an. Sie ist eine gute Frau. Was? Und heute auch nicht. So. Ich habe jetzt gerade an einem ungünstigen Moment angehalten. So. Aber hier selbst die Wände, ihr seht, das sieht sehr verpixelt aus. Das ist für mich kein richtiges 4K. Also das sieht bei Amazon definitiv viel besser aus. Obwohl, wenn ich hier rauf mache, die Oberfläche, die bleibt immer noch 2160 mit 60 Hertz. Sieht aber nicht so schön aus. Alte sagt mit dem Schild, das so. Und auch wenn ich jetzt hier rausgehe, die Suche, ja, jetzt hängt es zum Beispiel wieder. Seht ihr das? Es geht nicht weiter. Also da hängt sich's mir grundsätzlich komplett auf. Oder ich brauche halt ewig, ja, brauche ewig, bis es reagiert. Also das finde ich hier bei der Android-Box jetzt sehr von Nachteil. Netflix ist zwar installiert, aber schön ist anders. Definitiv. Also für Netflix kann ich es euch definitiv überhaupt nicht empfehlen. Man kann Netflix damit gucken. Ohne Probleme. Wenn man Zeit hat. Aber wie ihr seht, jetzt hängt es gerade bei mir. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, da irgendwie auf 4K umzustellen. Weil die Box gibt ein 4K-Signal aus. Warum Netflix jetzt hier in der Version nicht erkennt, dass ich 4K habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Ich bekomme es bei bestem Willen nicht hin. Ich kann ja auch mal gucken, ob es da eine Aktualisierung gibt bei meinen Apps. Gucken wir einfach mal nach Netflix. Also Netflix ist, wie gesagt, hier vorinstalliert. So, gucken wir mal Google Store. Weil ich weiß es nicht. Also ich kann es, ja, also ich benutze die Box für Kodi, benutze ich sie total gerne. Kodi läuft flüssig ohne Ende. Ich bin da, brauche mir dann keine Sorgen machen, wenn Amazon Kodi mal komplett verbietet und rausschmeißt oder auf die Bannliste macht oder so. Deswegen ist so eine Box richtig gut. Aber mit dem Hin- und Herschalten zwischen der Maus und so, das ist mir echt noch ein bisschen zu blöde manchmal. Ne? So, jetzt aber. So. Wo ist denn die Maus jetzt hin? So. Würde auch mit dem Suchen. Ach, da ist die Maus. Die Maus ist für mich auch ein bisschen zu klein auf dem großen Bildschirm. Warte mal, ich drehe euch mal um, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser erkennen. So, ich zoome euch mal ran. So, dann könnt ihr die kleine Maus da sehen. Das ist die kleine Maus. Und das ist echt ein Nachteil, finde ich, dass die Maus sehr klein dargestellt wird. Ich gucke jetzt mal nach. So, jetzt muss ich wieder hin und her wechseln. Ach, jetzt hat er ja hier wieder. Der macht doch grundsätzlich, wenn ich vom Maus wechsle in Tastatur, immer ein Q als erstes. Weil der nimmt das erste gleich, wenn ich wechsle, auch gleich als Bestätigung. So, da haben wir Netflix.
Zack. So. Wir haben hier Netflix. Aktualisieren kann ich. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Also da steht auf definitiv aktualisieren. Ich weiß nicht, auf welcher Netflix-Version ich hier gerade bin. Ob das hier irgendwo steht. Ja, ihr seht auch, da kann ich nicht weiter runter gehen. Also da hätte ich mir auch gewünscht, wenn ich mit der Maus runtergehe, dass er auch wirklich runtergeht. Na, komm. Mal gucken, was passiert beim Aktualisieren. Das sind 8 MB. Weil das habe ich noch gar nicht versucht. Ist mir eben erst eingefallen, dass ich ja mal gucken kann, ob da ein Update für Netflix da ist. Vielleicht läuft es ja dann was runter. So, jetzt können wir hier auch mal auf Öffnen machen. Das hängt immer noch, teilweise. Auch die Suche, dass man halt jetzt schnell mal hier hoch zur Lupe kommt, finde ich halt ein bisschen von Nachteil. So. Also hier sehe ich auch nur, das ist jetzt der Devil. Hier kann ich auch nicht erkennen, in welchem Format das gerade denn ausgestrahlt wird. Ich starte mal hier die erste Folge von der Devil. Staffel 1 ist das auch. Ich spule mal jetzt auch ein bisschen. Ja. Ja, ich finde die Qualität von der Grafik hier, ehrlich gesagt, nicht so toll. So, das ist jetzt das Intro von Daredevil. Aber selbst hier sehe ich hier verschwommen, Pixel. Das ist eigentlich viel deutlicher zu sehen. Ich erkenne nicht mal die Drahtstreben hier einzeln. Ich sehe hier nur, naja, Pixel halt. Also das sieht auf Amazon Fire TV wesentlich besser aus, wenn ich mir da Daredevil in 4K oder so angucke. Wesentlich besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht erklären. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, hier irgendwie separat einzustellen, dass ich 4K gucken will. Weil ich bin der Meinung jetzt vom ersten optischen, dass Netflix in der Version oder allgemein auf der Box nicht erkennt, dass ich 4K habe. Da bin ich felsenfest von überzeugt, weil sonst würde die Grafik wesentlich anders aussehen. Hier geht es jetzt schon wieder nach einer Weile gucken. Aber selbst hier verpixelt. Da. Du ein Strafverteidiger. Also man kann sich Serien angucken, aber ich finde 4K sieht anders aus. Können wir jetzt hier irgendwie Einstellungen machen? Können wir nicht. So. Ich kann im Gegenzug kann ich euch das nochmal zeigen. Fire TV,
Nicht, dass man, dass ihr denkt, ich bilde mir da irgendwelche Sachen ein oder so. Der Devil. So, hier wird mir zum Beispiel auch wieder der Devil als Cover angezeigt. Ja, da auch der Devil Staffel 1 und hier auch UHD. Hier wird mir nicht UHD angezeigt. Ich gehe jetzt einfach mal auf der Devil. Ich gehe auf Folge 1. Na, besteht jemand? Mit Netflix anschauen. Warum will er denn jetzt nicht? Erkennt der UHD schon wieder nicht an? Doch, UHD ist da. Der Devil. Das ist auf Amazon. Das ist, ja. Will er gerade nicht. Normalerweise macht er das ohne Probleme. Dann gehen wir einfach mal auf Netflix separat drauf. Bestimmt, weil er die Aktualisierung noch nicht hatte. So, Folge 1. Das hat er erkannt, dass ich das auf der Box geguckt habe. Und ihr seht hier schon im wesentlichen Unterschied. Ja, ich spur mal nochmal. Ja, da. Das Intro von Daredevil. So. Hier kann man jetzt wirklich alles gut erkennen. Auch die einzelnen Streben kann man hier erkennen. Dann müssen wir gleich mal warten, bis wir zum Haus sind. Auch hier. Hier. Richtig die einzelnen Bluttropfen, wie so runterlaufen. Hier sieht man auch jede einzelne Strebe. Da. Hier ist das beste Beispiel. Hier, man kann durch die Pause drücken, kann man das halt schlecht sehen. Aber, ich zoome mal ran. Wie gesagt, es ist Pause jetzt hier drückt. Ihr seht hier wirklich die einzelnen Metallstreben. Auch hier hinten kann man das erkennen. Ja? Und hier sieht man auch den Turm. Im flüssigen Übergang sieht das natürlich wesentlich besser aus. So, ich mach nochmal, hab nochmal zurückgemacht. So. Und da seht ihr das. Man sieht hier die Streben. Wenn ich jetzt aber hier rauf gehe, PlayStation. Achso, nee, ich bin hier auf PC, habe ich das ja angeklemmt jetzt. PC. Und hier. Ach Gott. Oh, jetzt habe ich mir auf die Fernbedienung gesetzt. Jetzt könnt ihr das nochmal wirklich gut sehen. Ich habe jetzt wirklich auch die Stelle rangezoomt gelassen mit Absicht. So, jetzt kommt das Gebäude. Der große. Die Brücke. Ja, auch hier sieht man nicht die Metallstreben so schön. Und zack, da ist es. Na. Och, fuck. Ja, man kann auch leider hier, das spult ja immer 30 Sekunden oder sowas, keine Ahnung, also Fire TV spult halt nicht so lange. Aber auch wie ihr das hier erkennen könnt. Auch hier mit dem, also das sieht auf Fire TV wesentlich besser aus. Ja. Jetzt hat er keine Pause gemacht, na toll. Aber auch hier. Kam jetzt bestimmt nicht so gut zur Geltung, wie ich es gerne gehabt hätte, aber das Spulen ist hier echt doof. Auf lange Sicht, wenn man den Fire TV anhat, ach Quatsch, die Box anhat
und irgendwas von Netflix guckt. Nach einer Weile wird das Bild schon besser. Zum Beispiel hier, warte mal. So. Jetzt muss ich mal hier wieder Play drücken. Jetzt macht er wieder mal nicht Play. Muss ich wieder Spulen drücken. Ich weiß, was denkt die sich denn? Jetzt sieht das Bild schon wesentlich besser aus. Als eben. Aber auch hier, wo er eben vom Weiten gesessen hat, hat man die Pixel erkannt. Oder auch hier. Hier an der Mütze. So. Da, hinten, Hintergrund. Auch hier am Rand von seinem Gesicht, man sieht Pixel. Zunächst mal, wir sind schon Feinde, seit wir vier waren, Brad. Das hat mit dem Beruf nichts zu tun. So. Also, wie gesagt, Pause macht er auch nicht immer regelmäßig. Und jetzt zeige ich euch das gleiche mal auf dem Fire TV. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Oh. So, welche Fernbedienung brauche ich jetzt? Die brauche ich. Ich bin nämlich in den App Store Young Exit. So. Und jetzt zeige ich euch das genau das gleiche, aber auf dem Fire TV. Ihr seht jetzt hier schon, dass die Gebäude viel besser aussehen. Ja klar, durch die Pause drücken ist jetzt auch verpixelt. Aber wenn wir jetzt drücken, wir sehen hier das Blut einzeln runterlaufen. Man sieht es wirklich, man kann ein Kreuz erkennen. Hier sieht man die Flügel von dem Engel. Also die Grafik sieht hier wesentlich besser aus, obwohl ich hier nur 4K 24 Hertz habe und die Android Box sagt halt, dass ich 60 Hertz habe. So, auch hier das Blut, man sieht richtig, wie es schön runterläuft. So. Und hier auch, ihr seht hier schön, man sieht Barthaare einzeln. So, man sieht ihn richtig schön, man sieht selbst so die Barthaare einzeln. Die Bettdecke, hier, er sieht viel klarer aus. Nicht verpixelt. Auch hier. Hier sieht man das nochmal an den Barthaaren. Und ich habe die Schärfe noch nicht mal auf 100%, weil ich finde es so besser. So. Auch hier, die Haare. Hier sieht es auch ein bisschen verpixelt am Rand aus, im Hintergrund. Aber im Gesamtsicht, die Haare, hier die Haare. Die Barthaare, ihr Gesamtblick finde ich jetzt hier wesentlich besser als auf der Android-Box. So, da ist von Weitem nichts pixelig an der Seite. Jetzt kommt gleich der Polizist hoch, da könnt ihr dann gleich das nochmal mit dem Polizisten sehen. So, da ist er. Hintergrund ist weiterhin verpixelt, das ist mit so gemacht, aber auch hier sieht die Sicht klarer aus. Zunächst mal, wir sind schon Feinde, seit wir vier waren, Brad. Das hat mit dem Beruf nichts zu tun. Zweitens bin ich ja nicht mal ein guter So, und jetzt zeige ich euch das nochmal mit Luke Cage. Auch hier, seht ihr, wird mir gleich UHD angezeigt. Ich kann auch die Folgen einzeln hin und her wechseln. Also die Benutzeroberfläche ist auf Amazon viel, viel besser. So, jetzt machen wir nochmal hier, wo der im Laden, also hier ist erstmal da draußen, was ihr vorhin gesehen habt. Denn der hat meine ja. Mich verlassen, das ist doch eine Grafik. Damals brauchte ich keinen Vater und heute auch nicht. Das ist 4K. Und wenn ihr jetzt hier zu Pops, wo er hier im Laden ist mit Pops. Gut, das Spulen dauert hier natürlich wesentlich länger. So. 17 zu 65. Selbst hier seht ihr die Grafik viel besser. Der ist aus Lettland. Was Sie müssen ist für Jackson fallen. So. Ja, durch Pause sieht man das halt, wenn man Pause drückt, sieht man es halt nicht so gut. Hier, der Hintergrund ist zwar immer noch verpixelt, aber gut, die Arme jetzt auch, aber das ist jetzt nur, weil ich Pause drücke, sonst ist es eine klare Sicht. Da seht ihr das?
Der Hemd schön schwarz, die Sicht deutlich zu erkennen. Ich müsste die Schärfe nochmal, hier seht ihr das auch. Jetzt ist die Wand grün. Das ist halt, weil sie es so aufgenommen haben, dass es halt im Hintergrund so aussehen soll. Jetzt liegt der Mittelpunkt auf ihm. Der Mittelpunkt liegt auf ihm. Aber ihr seht auch, die Sichter sind viel klarer und deutlicher. Also das läuft auf Amazon wesentlich besser, muss ich sagen. Ich will euch ja halt auch nichts verschweigen. Ich will ja nicht sagen, Netflix läuft geil. Und dann ist es auf der 4K-Box von Amazon halt natürlich viel besser. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an dieser Box liegt. Ich habe nur diese Box. Ich werde wahrscheinlich für meine Mutti nochmal eine Box kaufen. Oder für meinen Bruder. Und dann werde ich das gleich auch nochmal testen, wenn mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung ist oder so. Und die Box war jetzt so roundabout bei 50 Euro. Da muss ich echt sagen, alleine nur von der Benutzeroberfläche Netflix Box und Netflix Fire TV ist Netflix auf dem Fire TV von der Benutzeroberfläche her viel besser. Man kann besser hin und her switchen, Pause drücken, Play drücken. Spulen dauert ein bisschen was länger. Aber mit dem Hin- und Her-Switchen ist auch besser, weil bei der 4K-Box, da hat man dann halt das Cover und dann rechts, da muss ich erst wieder auf Maus umstellen, mit der Maus ganz rechts rüber drücken, dann kann ich mir die Folge anklicken. Und das finde ich sehr nervig und belastend. Also da müssen sie echt mit der Fernbedienung vielleicht mal oder die Netflix-App etwas anpassen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, da muss definitiv was geschehen, weil das ist ja Netflix für ein Touchscreen. Also da läuft Netflix hier schon wesentlich besser und übersichtlicher. Im Gesamtbild bin ich mit der Box aber sehr zufrieden. Die Box läuft gut, mit Netflix jetzt nicht so, aber im Kodi, wo ich sie benutze, und Google Video läuft sie sehr gut. Ich brauche halt kein Google Chrome mehr kaufen. Und selbst wenn Amazon jetzt sagt, wir bannen Netflix, wir bannen Kodi aus unserer Liste, können sie ja machen. Haben sie ja mit Firestarter auch schon gemacht. Habe ich jetzt die Android-Box und kann jederzeit auf mein Kodi zugreifen, auf meine... Es ist ja nicht nur so, dass ich bei Kodi die Apps benutze, die ich habe. Nein, ich benutze ja Kodi auch überwiegend, um Musik zu hören, weil meine Festplatte, ich habe meine ganze Musik digitalisiert. Der Karton mit über 500 CDs ist im Keller, weil ich habe keinen Bock, hier ständig eine CD zu wechseln. Ich habe alle meine CDs auf der Festplatte an meiner Fritzbox und gehe dann in Kodi und höre mir die Musik an, habe dann meine Dolby-Anlage oder ja, stelle dann halt auf Stereo logischerweise um und habe dann halt einen schönen Klang und kann mir dann halt meine CDs da zurechtsuchen. Ich könnte natürlich auch alles in die Cloud von Amazon hochladen. Das würde mich jährlich aber natürlich auch nochmal um die 20 Euro oder sowas in dem Dreh kosten. Ich weiß es nicht genau. Dann habe ich da bei der Musik auch mehr Auswahl. Da habe ich 27 Millionen Titel oder so, die ich da hinzufügen kann. Aber so habe ich mir das schon alles kategoriert auf der Festplatte. Und das macht sich halt dann über Kodi viel besser. Da gehe ich auf A, gehe auf die Band von A oder gehe auf geh auf Deutsche Front und hör mir das an. Oder gehe auf S, gehe auf Störtepriester und hör mir das an. Kann die Alben einzeln anwählen, kann mir auch Playlisten erstellen und so was alles. Ist dann natürlich wesentlich einfacher und besser, um seine Mediathek zuzugreifen. Deswegen so eine Android-Box. Bin ich unabhängig von Amazon. So, im Gesamturteil bin ich geteilt. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht Netflix ein bisschen aktualisiert wird, dass sie mit Netflix irgendwas machen, dass die Grafik von Netflix besser ist, dass vielleicht noch so ein bisschen die Grafik ein bisschen nachgehübscht wird, dass man so ein paar Ecken und Kanten da ausbügeln kann, wo dann halt so ein bisschen flackerig an der Seite ist. Aber so im Großen und Ganzen bin ich mit der Funktionalität und was sie kann und wie schnell sie ist, sehr zufrieden. Außer Netflix. Netflix ist da, wenn wir Netflix abziehen. Bin ich so mit der Box sehr zufrieden. Ja, wenn ihr da noch Fragen habt, postet die einfach unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch so bestmöglich zu beantworten. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.